Anpfiff zum letzten Achtelfinalspiel des heutigen Tages. FC Schalke 04 gegen FSV Mainz 05. Wer folgt den anderen Mannschaften ins Viertelfinale? Diese Frage beantworten wir nun in den nächsten 15 Minuten. Die Schalke mit 6 Punkten aus der Vorrunde gegangen. 3-0 gegen Bielefeld und 3-2 gegen Wolfsburg. Nur gegen Hoffenheim gab es eine 2-3 Niederlage. Die Mainzer dagegen mit 2 Punkten weiter. Gegen Stuttgart verlor man 1-2. Danach ein achtbares 2-2 gegen Borussia Dortmund. Dann 1-1 gegen Hannover 96. Auch hier gefühlt die Schalker Favorit. Jetzt übrigens im Tor der Mainzer Lennart Grill. Den habe ich vorhin versehentlich einmal dem VfB Stuttgart zugeordnet. Da war die falsche Aufstellung geöffnet. Das konnten wir mittlerweile korrigieren. Also Lennart Grill, bevor irgendwelche Herzinfarkte im Raum Mainz auftreten, natürlich Torwart bei Mainz 05 und jetzt im Einsatz für die Königsblauen. Und jetzt nicht geprüft, weil der Ball über das Tor geht. Die Mainzer erst bei ihrer dritten Teilnahme beim Freeway Cup. Oh, das sah gefährlich aus. Da ist der Schalker Spieler gegen die Bande geknallt. Und jetzt der Einroller für die Königsblauen. Klasse durchgesetzt da. Ein kleiner Dribbelkönig, Jason Chica. Und jetzt Freistoß für die Mainzer. Wieder der Schalker Keeper Becker. Und das 1-0 für die Königsblauen. Jason Schäker eben schon angedeutet, was er für eine Technik hat und jetzt das Ganze auch produktiv vollendet. Und da ist er schon wieder, der Torschütze zum 1-0. Schalke zieht sich wieder ganz, ganz tief in die gegnerische Hälfte rein. Wir ziehen den Torwart ganz viel mit ein. Macht natürlich grundsätzlich fast jede Mannschaft, die Schalke aber ganz extrem. Jim Becker.
Ja, die Mainzer kommen noch nicht wirklich zum Zuge. Die Schalker machen das sehr ordentlich. Stellen das gut. Mainz hat kaum Anspielstationen. Bewegt sich dann aber auch nicht so dynamisch, wie es dann vielleicht sein müsste. Jetzt ist Foulspiel. Freistoß für Mainz. Und auch der Ball von Grill landet wieder im Aus. Das war mal gut gespielt. Aber dann die Fußabwehr von Jim Becker. Nach dem Abschluss von Tolga Demirbas, der Mainzer. Jetzt der Schuss nach der Ecke und er passt zur Mainz 1 für Mainz. Mohamed Bukayu, der Kapitän, mit dem Treffer für die 05er. Also, ein Standard muss er, ja. Und gleich der Gegenzug der Schalker. Über die Bande gespielt, der Torschütze zum 1-0 von Czeka. Jetzt der Freistoß für Mainz, schnell ausgeführt. Und dann das 2-1. Christian Kinzombi mit dem Tor für die Mainzer. Ah, da gab es den Freistoß. Da waren die Schalker etwas überrascht schon im Pfiff. Der Freistoß hat schnell ausgeführt und dementsprechend war Platz in der Mitte. Jetzt sagen auf der Mainzer, die stärker werden und den Ball unter die Latte bringen. Kenneth Hanna. Die Mainzer haben richtig freigeschwommen jetzt. Und jetzt die Schalker fast mit der Möglichkeit zum Ausgleich. 4 Minuten vor dem Ende. Jetzt Überzahlspiel für die Mainzer. Der Ball rausgespielt. Etwas zu schwach.
Und dann die Fußabwehr. Ah, das war nicht gut gespielt von Janosowski. Aber jetzt dann doch. Im Gegenzug. Den Ball wiedergeholt. Und das 3:1 für die Mainzer. Nick Rosenbaum, der Torschütze. Auch das ist so eine kleine Überraschung. Hätte man jetzt nach der Vorrunde nicht unbedingt gedacht. Aber noch ist ja auch nicht vorbei. Noch genug Zeit für die Schlager, das Ding zu drehen. Zum Beispiel jetzt mit diesem Anschlusstreffer. Dustin Wilms holt die Königsblauen zurück ins Spiel. Die geben sich ja noch lange nicht geschlagen. 3:20 noch auf der Uhr. Ball jetzt, der geklärt an der Ecke. Der Ball im Aus. Ballbesitz für Mainz. Und das war ein Handspiel vom Keeper. Jim Becker außerhalb des 16ers. Des Strafraums, ist ja kein 16-Meter-Raum. Jetzt der Freistoß. Ausgespielt. Und vollendet! Klasse gemacht! Rafael Asibi, Mensa. Technisches, tolles Kabinettstückchen. Zum 4:2. Und wir haben noch 2 Minuten. Auch das ist noch Zeit genug für die Schalker, das Ding im Minimum auf Unentschieden zu drehen. Aber es wird natürlich schwieriger. Es trifft ja hier der Tabellenzweite der Westfalenliga mit Schalke auf den ersten der Regionalliga. Die Mainzer. Schalke jetzt mit dem 5. Feldspieler im Tor. Jetzt hier den Ball hat. Dann noch ohne Handschuhe. Voll Offensive, aber dann gleich dieser Fehler. Und jetzt haben wir nochmal Moody Chana über die Bande gespielt, aber jetzt Lennart Grill hat den Ball. Beruhigt natürlich das Spiel. 1:10 noch auf der Uhr. Das heißt, wir gehen gleich in die letzten 60 Sekunden der Partie. Also das sieht schon sehr, sehr gut aus für die 05er. Jetzt gibt es noch Freistoß, das bringt natürlich nochmal Zeit. Die wird jetzt angehalten vom Schiedsrichter. Und es gibt 2 Minuten für Moody Chana, für das Einsteigen an der Bande, durchaus berechtigt. Also Überzahl, 2-Tore-Führung und noch 58 Sekunden auf der Uhr. Das muss doch reichen für den FSV Mainz 05, für den Einzug ins Viertelfinale. Jetzt kommen die Schalke aber nochmal. Umkämpft jetzt hier der Ball. Die Schalker geben nicht auf. Bis zur letzten Sekunde wird alles gegeben. Und wir haben noch 35 auf der Uhr. Die Schalker haben den Ball. Der Lupfer. Oh, nochmal der Fehlpass. 25 auf der Uhr. Das war's. Der FC Schalke wird ausscheiden aus dem Turnier. Hat ein gutes Turnier gespielt. Attraktiven Fußball gehabt. Tolle Tore dabei. Aber am Ende hat es gegen die Mainzer dann nicht ganz gereicht. Letztes Mal der Freistoß. 2 Sekunden auf der Uhr. Das war's. Glückwunsch
an die Schalker. Bis gleich.